Herzlich willkommen, mein Name ist Michael Kotzo, ich bin der Rucksackunternehmer und heute schauen wir uns ein Video an. Geld verdienen mit Affiliate Marketing als Anfänger, eine Komplettanleitung. Und ihr seht oben die Zuschauerzahl, 8 Zuschauer sind gerade live bei Kick dabei. Ich schaue mir auch immer mal wieder den Livestream an. Ich packe den Kick-Link im ersten Kommentar rein, komm noch gerne vorbei, wenn ich live bin, lass ein Abo da. Und wir starten einfach mal. Wie können wir damit Geld verdienen? Und ich bin gespannt. Geld mit Affiliate Marketing zu verdienen ist ziemlich einfach, wenn man bestimmte Dinge weiß. In diesem Video zeige ich dir nicht nur... Nein. Geld verdienen mit Immobilien oder Krypto oder Aktien ist auch einfach, wenn man bestimmte Dinge weiß. Ah, okay. Wie Affiliate Marketing für Anfänger funktioniert, sondern zeige dir live am Bildschirm Strategien, wie du es sofort umsetzen kannst, damit du in den nächsten Wochen und Monaten Geld verdienen kannst damit. In diesem Video bekommst du richtige Gold-Nuggets von mir, Dinge, die du sonst nirgends erfährst. Deshalb bleib unbedingt dran und schau das Video. Okay, das ist natürlich eine Aussage, die ist echt heftig. Okay, bin ich mal gespannt. Bis zum Ende. Bist du ready, über Affiliate Marketing zu sprechen oder was? Sehr gerne. Das Problem, was ich halt bei Digistore am Anfang gehabt habe. Ich bin ja auch in die Welt gekommen mit Online-Marketing und zuerst mit Digistore24. Die meisten fangen irgendwie mit Digistore24 an, wundert mich. Nee, eigentlich fangen die meisten mit, also vor Jahren haben die meisten mit Amazon angefangen. Amazon, es gab Millionen von Videos gefühlt in allen möglichen Sprachen. Hey, man kann mit Amazon Geld verdienen als Affiliate und dann haben sie über die Amazon-Links gesprochen. Rausgehauen und so. Irgendwann wurden sie dann nach 3 Verkäufen von Amazon rausgeschmissen aus dem Partnerprogramm, weil sie nicht genug geilen Content haben oder so. Aber eigentlich ist es Amazon. Digistore ist cool, aber die meisten haben auch ein Konto vielleicht. Ich hatte auch sehr früh ein Konto und ich habe im ersten Jahr mit Digistore24 nicht einen Cent verdient. Das kam dann erst. Aber ich hatte mich auch angemeldet und habe mich drum gekümmert oder so. Ne? Ich hatte halt mit eBay mehr Geld verdient. Und das war schon sehr, sehr geil. Und ich dachte, so mehr als 2000 Euro im Monat kann man gar nicht verdienen. Okay, weiter. Mich. Alle, die Community kommen, die sagen, aber. Ja, bitte sagt mir mal, wie das mit Digistore24 geht und so. Warum nur Digistore? Das ist gar nichts beim Affiliate-Marketing. Das ist nur eine kleine, ja, aber ich kann's kleine dir schon Plattform, sagen. In Anführungsstrichen. Ne? Wenn du auf Facebook bist, in so Geldverdienergruppen, da sind ja die ersten Leute, was eingeben, so Geld verdienen und da lesen sie halt immer was von Digistore. Ist der im Discord-Chat oder was? Vor allem bei Digistore musst du halt nichts investieren, bei Trading, bei Mining und sowas musst du ja immer ein bisschen Geld investieren, das musst du halt bei Digistore. Ja, bei Affiliate-Marketing musst du ja generell nicht investieren. Digistore ist ja nur, das sind ja nur irgendwelche Online-Kurse und so, Infoprodukte. Aber Affiliate Marketing ist ja viel mehr. Affiliate Marketing ist alles andere. Ja, ich bin jetzt hier gerade, ich weiß nicht, ob du das siehst, 100 Partnerprogramme. Da kannst du wirklich sehen, was es alles gibt. Du kannst ja Affiliate sein für zum Beispiel Reisevermittlung. Du kannst einen Blog machen. Kennt ihr das noch, dieses 1&1 Partnerprogramm oder so? Du konntest früher Partner werden bei 1&1, auch als Affiliate oder als Vertriebspartner oder so. Und das war so das erste Mal, wo ich das so ein bisschen mehr gehört habe oder so. Keine Ahnung, aber da, ne? Dass es sowas gibt. 1&1 Partner, irgendwie sowas. Also du solltest da halt Verträge verkaufen für 1&1 nur, ne? Reisen und dann kannst du für jeden, der einen Urlaub über deinen Link bucht, verdienst du dann ein paar hundert Euro, so ungefähr. Das ist Affiliate Marketing. Man muss so ein bisschen mal weiter da rausgehen. Irgendwie denken alle, die anfangen, dass es nur Digistore ist. Weil ich denke auch, viele Coaches und so viele Kurse sagen das, ne? 90% oder 95% sind auf Digistore. Aber was die meisten halt nicht wissen ist, du kannst halt jede Seite gehen, zum Beispiel hast du irgendwie, du hast Haustiere und kaufst deine Sachen bei Fressnapf. Das ist nur eine Seite für Haustiere, ne? Und irgendwo wird da Affiliate oder Partnerprogramm oder sowas. Partnerprogramm, ist das da irgendwo? Ja, natürlich nicht, Alter. Ja, natürlich, ey, was ist das für eine... Natürlich, Vorführeffekt. Fressnapf hat das nicht mehr, Alter. Fressnapf Partnerprogramm. Warum haben die kein Partnerprogramm? Doch haben die sogar, Alter. Und so sollte man... Jede Firma hat eigentlich so etwas. Und manche nennen das auch Kunde, wir haben Kunde am Anfang oder so. Aber die haben auch meistens auf eine Plattform richtig, wo du Geld ausbezahlt bekommst. Als Kunde, wir haben Kunde, bekommt man manchmal nur Gutscheine oder sonstigen Kack. Aber Geld verdienen kann man mit fast allen Produkten. Jede Firma will Neukunden haben, will Geschäft machen und so. Und die sind natürlich auch angewiesen, dass dann halt Leute für die Werbung machen. Du machst ja für die gratis Werbung und bekommst nur im Erfolgsfall dann halt die Provision für den Verkauf. Das ist einfach das geilste Business für beide Seiten. Ne? Also gerade auch für die Firmen.
man das ja auch machen. Mit den Sachen, die man selbst kennt. Weil jetzt kommt ein richtiger Goldnugget. Solltest du aufpassen hier, wenn du das siehst. Du solltest wirklich nur das empfehlen, was du selbst kennst. Wo du weißt, zu 100%, das ist gut. Weil die meisten, die sitzen da, okay, was soll ich jetzt bewerben? Keine Ahnung. Schau ich mal, was hat jetzt genug Provision jetzt hier, was sich lohnt. Das ist cool. Oder wo du schon eine Zielgruppe hast. Eine Reichweite. Weil du zum Beispiel, wenn du mir was empfiehlst, ist das ja etwas, was du kennst. Du erzählst mir das, du kannst es ja authentisch rüberbringen, da vertraue ich dir ja automatisch. Ja, sowieso dir, ne? Aber einfach, wie du das halt erzählst, ne? Du weißt, was ich meine? Wie du das erzählst, dann weiß ich schon direkt, du nutzt es selbst und dann höre ich besser zu und dann gucke ich mir das auch an oder kaufe mir das. Aber wenn du irgendwas gar nicht kennst, dann werde ich halt heraushören, ne? Das ist jetzt... Und jemand hat mir auf Instagram eine Nachricht geschickt, ob ich nicht Geld verdienen möchte. Und ich so, ja, ich will Geld verdienen. Schickt der mir einen Link für so ein Hörbuch, auch Digistore-Link für irgendein Hörbuch. Und er hat aber gesagt, das ist ein Kurs. Der hat sich überhaupt nicht damit eine Minute beschäftigt und wusste, dass es ein Hörbuch ist. Und es ging auch nicht in ein Hörbuch um Geld verdienen, sondern um Musik. Oh. Und hat gesagt, er hat alles, was er kann, in diesen Kurs gelernt. In den Nachrichten. Und bitte, mach doch nicht so einen Scheiß. Und gleichzeitig, die Geldverdien-Nische ist nicht Affiliate-Marketing. Es gibt viel, viel coolere Sachen, wie er gerade auch schon gesagt hat. Ne? Nur erzählen willst, weil du was verkaufen willst mir. Viele Leute labern voll, wie man Geld verdienen kann und so, und haben aber noch kein Geld damit verdient. Ich habe schon 2016 konnte ich davon leben. Ich habe es gemacht und das aber auch mit anderen Produkten, ne? Mit Produkten aus der DDR, mit T-Shirts, also auch als Affiliate kann ich T-Shirts promoten und so und viele andere Sachen. Ich habe PlayStation-Gutscheinkarten verkauft. Da gab es bei Amazon PlayStation-Gutscheinkarten, die habe ich durch Zufall gefunden. Ich glaube, die waren 30 Euro, musste man bezahlen, hat aber 50 Euro Guthaben bekommen. Die habe ich dann in Spielegruppen reingepostet bei Facebook. Und natürlich haben die Leute die wie doof gekauft oder so, weil die einfach mal 20 Euro geschenkt bekommen haben bei dieser Rabattaktion. Ich habe dann halt auch Gutscheine von Amazon in allen möglichen Gratisgruppen reingepostet, so zu Weihnachten. Hey, du hast vergessen, Geschenk zu kaufen, schenk doch einfach einen Amazon-Gutschein, kannst du ausdrucken und so weiter. Habe ich sogar noch Heiligabend und am ersten Weihnachtstag habe ich das überall bei Facebook gepostet, zum Beispiel, diese Gutscheindinger. So einfach kann man Geld verdienen. Und es haben Leute diese Gutscheine von Amazon gekauft oder so, mit Aufdruck und so weiter, weil sie halt ein Geschenk vergessen hatten und hatten gedacht, oh scheiße, für Onkel Herbert habe ich doch ein Geschenk vergessen oder sonst was. Dann haben die auf den Link geklickt, haben gekauft und ich habe dann halt Geld dafür bekommen. Wir haben so noch ein, zwei andere Sachen gekauft. Also Amazon war einfach so das Ding überhaupt. Mittlerweile ist Amazon nicht mehr so gut, das ist ja auch schon ein paar Jahre wieder her, aber okay. Erzählst, weil du mir das verkaufst oder ob du es wirklich kennst und nutzt. Das hörst du raus. Und das machen die meisten halt eben falsch. Ne? Die schauen nur, wie kann man jetzt irgendwie schnell Geld machen und vergessen, dass Affiliate-Marketing Empfehlungsmarketing bedeutet. Empfehlen. Du kannst ja nur was empfehlen, was du selbst kennst oder selbst nutzt. Das ist eigentlich ganz, ganz simpel. Und wenn man sich das merkt, dann hast du schon gewonnen eigentlich. Aber jetzt kann ich mal hier, lass mal gerne, wenn wir schon über Affiliate-Marketing sprechen, gehen wir mal genauso rein jetzt hier, ja? Affiliate Marketing für Anfänger 2023, denn die meisten wollen tatsächlich immer noch mit Affiliate Marketing Geld verdienen, wird sich auch nie ändern. Aber da gibt es natürlich auch einige Sachen, die man wissen muss. Einige wissen es natürlich schon, aber für denjenigen, der es nicht weiß, es fängt so an, man hat natürlich den Besucher, der geht auf eine Seite, auf der Affiliate-Seite in dem Fall, klickt auf einen Affiliate-Link und wenn er dann da etwas kauft, zum Beispiel, wenn man da irgendwie als Beispiel... Naja, der Besucher dieser Affiliate-Seite kann natürlich auch eine Facebook-Gruppe sein oder sonst was. Ein Twitter-Account, wo du den Link gepostet hast oder so. Diese Affiliate-Seite kann alles sein, ne? Ich könnte natürlich auch hier vorne, hier bei Kick, ich bin ja gerade live auf Kick, wenn du die YouTube-Aufzeichnung siehst, gibt es dann halt unter dem Video, gibt es Banner mit dem Link zu meiner Telegram-Gruppe, zu dem Kurs zum Beispiel mit Affiliate macht um die Welt und so weiter. Da kann ich natürlich auch ein paar Affiliate-Links reinpacken. Und also diese Affiliate-Seite kann alles sein, ne? Und Social-Media-Bereich, YouTube-Video, alles Mögliche. Eine eigene Landing-Page, eine eigene Webseite, ein Blog, Pinterest und so. Ganz, ganz wichtig, das solltest du einfach mal verstehen. Jetzt gerade, wo ich dann halt über Affiliate-Marketing mit euch rede und ihr schaut zu, 8 Zuschauer gerade live, vielen Dank dafür. Gerne abonnieren, gerne teilen. Es sind natürlich Millionen von Menschen jetzt gerade im Internet unterwegs. Millionen von Menschen, wo hunderttausende Leute
bestimmt 100.000 Leute sind gerade irgendwo auf einer Seite und sind irgendwo im Bestellprozess oder so. 100.000 sind gar nicht viel. Der eine kauft eine Waschmaschine jetzt gerade beim Mediamarkt online. Da hättest du eine Provision abgreifen können. Bestimmt bei Apple sind jetzt auch ein paar Tausend schon in dem Bestellprozess, die gerade noch ein iPhone kaufen oder ein MacBook. Das sind höchstwahrscheinlich auf Reiseportale wie Booking.com, die auch ein Affiliate-Programm haben und gut bezahlen, sind bestimmt Hunderte, Tausende, die jetzt gerade irgendwo den letzten Klick machen für die Hotelbestätigung, dass die das halt bestellen und. Überall sind gerade Leute, die was bestellen und ihr müsst als Affiliate gucken, wo sind die Leute und am besten dann halt, dass die über euren Link kaufen und schon verdient ihr Geld. Das ist sehr, sehr einfach eigentlich, wenn ihr einfach mal überlegt, wie viele Möglichkeiten es draußen gibt. Beispiel kann ich da jetzt hier zeigen. Hundundhaustier.de ist eine Seite, so ein Blog über Haustiere. Da ist ein gutes Beispiel, weil ich schreibt hier, gibt hier Tipps über Hundeerziehung und hat hier dann mittendrin im Blogbeitrag so Banner. Und da, wenn man unten links schon mal guckt, kann man jetzt hier nicht sehen, da sieht man Digistore24. Ich mach das mal auf und der verlinkt jetzt hier ein Produkt von Digistore24 von jemandem. Genauso funktioniert das. Das ist dann quasi, wenn der Besucher irgendwie irgendwas wissen will über seinen Hund, gibt dann hier ein Grundlagen der Hundeerziehung. Landet auf diese Seite hier, sieht dann diesen Text hier, ja, guckt sich das Ganze an, ist interessant, okay. Sieht dann hier diesen Banner, okay, interessant, klickt dann da drauf. Der Call to Action ist hier nicht gut. Also es werden wenige Leute auf diesen Banner klicken, der sollte besser sein. Also das ist nicht Conversion optimiert, das Ding. Und ja, das ist so eine Seite mit WordPress gebaut, kann man machen und so. Das kann man aber besser hinbekommen sogar. Man kann sogar zum Beispiel erst sagen, hey, ich habe hier etwas ganz Tolles, ein Hundeerziehungskurs und da gibt es auch ein Video und so weiter. Trag dich mit deiner E-Mail-Adresse ein und dann schicke ich dir das zu. Und dann hast du erstmal die E-Mail-Adresse und gleichzeitig in der Bestätigung schickst du den Kunden dann nachher auf der Verkaufsseite. Aber du weißt dann auf jeden Fall, hey, ich habe wieder eine E-Mail-Adresse und der interessiert sich für Hunde. Also das kann man sehr, sehr gut machen. Das sprengt jetzt alles den Rahmen oder so. Aber man kann auch eine E-Mail-Adresse vorher noch einsammeln. Und weil Lead for Sale, das ist so ein Spruch im Online-Marketing, den werdet ihr einfach bis zum Erbrechen hören von Online-Marketer. Der Lead, die E-Mail-Adresse ist wichtiger wie der Verkauf in erster Linie. Anfänger versuchen immer erst zu verkaufen. Egal, klick drauf, kaufe. Und Profis versuchen dann immer vorher noch eine E-Mail-Adresse abzugreifen, bevor der Kunde kauft, weil dann haben sie eine Reichweite aufgebaut, eine sehr, sehr coole und können E-Mail-Marketing machen. Das wirst du immer hören. Also, weil, und Anfänger, ja, du musst draufklicken, kaufen und dann Hoffnungsmarketing so ein bisschen. Zack, gelangt dann auf Digistore, beziehungsweise über Digistore wird das ja nur verkauft. Ist das hier ein Hunde-Online-Training? Und wenn derjenige das dann hier kauft, dann bekommt der... Zum Beispiel das Video. Man hätte wirklich sagen können, hey, ich habe ein tolles Video, je nachdem den Inhalt des Videos und dann sagen, hier, fordere das Video an und dann gibt jemand die E-Mail-Adresse an und dann kann er erst das Video sehen und bekommt die Seite zugeschickt mit dem Video. Das geht zum Beispiel. Und es funktioniert. Und ja, wenn du eine Hundeseite hast, die sehr, sehr viel Besucher hat, machst du einfach mal 5 bis 10 E-Mail-Adressen und ja, der liebe Kursnet hat etwas geschrieben, kurz markieren. Ah, kann ich ja hier von der Seite. So, oder? Das muss ich mal ein bisschen schneller machen. Kurs Nerd, Lead for Sale ist nicht nur ein Spruch, das ist das 11. Gebot. Ja, genau. Das 11. Gebot. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch das 1. Gebot. Ich weiß nicht. Ganz ehrlich, vielleicht ist es das 1. Gebot, das 2. Gebot, das 3. Gebot, das 4. Gebot. Vielleicht sogar das 10. und 11. auch noch. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist immer so. Also, keine Ahnung, muss man mal so ein bisschen überlegen. Aber das ist wirklich eins der Gebote. Definitiv. Vielleicht ist es sogar das 1. Gebot. Ich weiß nicht, was sollte sonst das 1. Also, ne? Also. Hallo? Weiter? Gehen wir? So, weiter. Affiliate Geld. Und das ist quasi hier das hier. Besucher kommt auf die Hundeseite, klickt dort auf den Link, kauft das Ganze. Der Besucher erhält sein Produkt, seine Bestellung, wie auch immer, kann ja auch ein Online-Shop sein. Ist jetzt nur ein Beispiel mit den Hunden. Und dann am Ende, 5. Schritt, bekommt der Affiliate eben seine Provision. So einfach funktioniert das. Ganz easy, man hat nichts mit dem Kunden zu tun, gar nichts. Einfach nur abkassieren, das wäre das hier. Einfach nur abkassieren hier. So einfach funktioniert es tatsächlich. Und das wäre jetzt in dem Fall, was ich gerade gezeigt habe, hier mit dem Hund. Wenn jetzt hier jemand auf den Banner klickt und da so ein Hundetraining kauft, wäre das... Das Lustige ist,
Also er hat dann eine Überschrift und so weiter. Also man kann zum Beispiel jetzt hier, ne? Das empfehle ich zum Beispiel auch meinen Mastermind-Kunden, ne? Man macht zum Beispiel einen Screenshot auf der Verkaufsseite, da war ja dieses Video. Machst du einen Screenshot von, packst du ein und als ob das ein Video ist. Und die Leute klicken drauf auf ein Bild vom Video und kommen dann auf die Seite. Und dann haben sie aber den Cookie angehängt. Versteht ihr, was ich meine? Also ihr macht ein Bild von diesem Vorschau-Player auf der Verkaufsseite. Dieses Bild fügt ihr ja ein. Und die Leute denken, hey, wenn ich da jetzt draufklicke, spiele ich das Video ab, dann klicken die da drauf und kommen auf die Verkaufsseite sofort. So welche Tricks kann man natürlich auch machen. Es ist ja auch kein Trick, es ist nur so, dieser Werbebanner wird dir kein Geld bringen. Aus Erfahrung, der Großteil der Leute klicken da nicht drauf. Aber wenn du dann halt das Video ausgeschnitten hättest und ein Bild vom Video gemacht hast, da eingefügt und dann vielleicht noch ein GIF oder so, eine Animation, wo der Play-Button blinkt oder so, verdienst damit Kohle. Das sind einfach die Hacks. Da gibt es da sind Tausende. Also wenn ich die Seite sehe, würde ich sagen, da kann man noch echt was rausholen. Das ist schon cool, aber da geht noch was. Mit dem Hund, wenn jetzt hier jemand auf den Banner klickt und da so ein Hundetraining kauft, wäre das Pay-per-Sale. Pay-per-Sale. Würde der Besitzer von diesem Blog würde einen gewissen Betrag bekommen. Online-Hundetraining. Schauen wir nochmal rein. Was ist das hier online? Seht ihr? Und da könnte ich jetzt zum Beispiel hier das Video hier ausschneiden, das Bild, und das dann halt einfügen auf meiner Seite. Dann klicken die Leute drauf und da klicken die eher drauf wie auf dem Banner. Glaubt mir das. Oder wo würdet ihr draufklicken? Wenn ich das jetzt hier ausschneiden würde auf der Seite, würdet ihr da draufklicken oder auf den Verkaufsbanner? Seid mal ehrlich, schreibt mal eins dran. Video 1 und Verkaufsbanner 2. Schreibt das mal im Chat rein, wenn ihr jetzt oder bei YouTube, dann später bei der Aufzeichnung unten in den Kommentaren. Wo würdet ihr eher drauf stehen? Ich bin mal gespannt, ob der ein oder andere das versteht, diesen Unterschied. Und jeder Klick kann natürlich dann halt ein Verkauf sein. Das kann ja dann natürlich auch hunderte von Euros sein. Bei so einem Videokurs, der vielleicht 200 Euro kostet, 400 Euro. Das ist mal 200 Euro Provision. Bei Videokursen gibt es ja sehr oft 20, 30, sogar 50% Provision. Es gibt sogar teilweise mehr als 50. Aber so 50 ist dann halt so das Optimale bei Videokursen an Provision. Und also ich sehe jetzt keiner, der hier was im Chat schreibt. Aber egal, schauen wir weiter an. Hundetraining. Ihr müsst nicht so schüchtern sein oder euch anmelden bei Kick und dann mir folgen. Also ich kann mal ganz kurz gucken, ob wir jetzt hier ganz kurz Dashboard. 8 Zuschauer, 3 Follower. Das kann doch nicht sein. Leute, Attacke. Wir können ja gerne mal auf hier mal schauen, ob wir das gleich. Kursnet schreibt ganz klar das Video. Das ist ein Einschreiben. Gleiche finden. Ich glaube sogar, das ist also genau das hier. Dieses Produkt. Das ist das hier. Und 50% Provision würde der Betreiber des Blogs bekommen, wäre etwa 48,61 pro Sale. Also der hier, der die Seite hat hier, würde, wenn hier jemand drauf geht und kauft, würde dann 48,61 pro Sale verdienen. Und das ist halt einfach das Geniale. Wenn da Artikel einmal drin ist und rankt bei Google, ja dann wird das ziemlich oft passieren. Ne? Dann kriegst du einfach passiv Geld. Man kann hier unten links sogar den Affiliate sehen, ganz rechts. Bei dem Link ganz rechts ist immer der Affiliate-ID, der Chrissy, genau, der wird hier Geld verdienen und der verdient mit Sicherheit auch Geld, weil ich den Blog auch gefunden habe, ziemlich hoch im Ranking. Und das wäre das eben, Pay-per-Sale, gibt es natürlich auch Pay-per-Click, dass man nur pro Klick irgendwie Geld verdient, gibt es auch. Also pro Klick könnt ihr sein lassen, brauchen wir nicht, ne? Also das funktioniert, also bis auf AdSense, wo man pro Klick auf Werbebanner von Google Geld bekommt, was ganz gut sei. Aber im Affiliate-Marketing, Pay-per-Click, ist meistens nicht gut. Das funktioniert nicht. Das, also, keine Ahnung. Wenn ich glaube, in meinem ganzen Leben habe ich so viel verdient, wie ein Döner kostet oder sowas. Mit Pay-per-Click. Das ist nicht gut. Andere Sachen. Lifetime-Provision, irgendwie, wenn ein Abo abgeschlossen wurde. Naja, Abos sind cool. Abos da, ich könnte fast davon leben, von meinen Abos, die ich abgeschlossen habe. Die letzten Jahre aber, ne? Über Jahre hinweg. Aber Abos, die verschwinden auch immer mal wieder, ne? Also ich war zum Beispiel bei Clicktip Affiliate, ich bin immer noch, aber ich habe echt so, keine Ahnung, 10, 20 Abos einmal verkauft in kürzester Zeit. Und die sind natürlich jetzt alle heute nicht mehr dabei oder so. Ne? Da sind noch ein, zwei Leute dabei oder so. Die anderen, man kündigt ja auch so ein Abo, auch ein Tool kündigt man und so weiter. Deshalb ist das jetzt auch nicht so, wo man dann wirklich so eine Lifetime
für immer oder so, sondern meistens ist es auch so begrenzt, wenn das dann halt so 3 Monate, dann ist es schon gut. Wer über ein Jahr so ein Abo bezahlt, das ist schon sehr, sehr gut, aber die meisten kündigen vorher. Deshalb ist das auch nicht so. Man sollte es mitnehmen immer, definitiv, freue ich mich auch rüber, aber... Pay-Per-View, da muss irgendwie nur was gesehen werden, man bekommt schon eine gewisse... Da habe ich auch noch nie mit Geld verdient. Pay-Per-Sale ist so das Beste, das Fairste. Summe oder pro Lead, wenn sich dann jemand einträgt mit seinen Kontaktdaten. Macht meistens auch keinen Sinn. Sammel lieber selbst die Leads ein. Also du bekommst zum Beispiel, bei Digistore sind auch ein paar Leute, da kriegst du 50 Cent für eine E-Mail-Adresse. Wenn du E-Mail-Adressen generieren kannst, 50 Cent... Also ganz ehrlich, ich müsste dich so schlagen, so zack, 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 aber sowas vom Nacken, von morgens bis abends, weil wenn du diese E-Mail-Adresse für dich selbst einsammelst und nutzt, dann bringt die dir vielleicht im Monat 1 Euro oder auch mehr, also im Durchschnitt, ne? Also du hast dann irgendwann 1000 E-Mail-Adressen, dann wirst du 1000 Euro oder mehr im Monat damit verdienen. Es kommt immer darauf an, die Qualität und die Nische und so weiter, aber das ist so das Minimum. Ne, also einmal 50 Cent oder jeden Monat 1 Euro oder mehr im Durchschnitt. Ne? Also das ist natürlich dumm dann irgendwann mal. Ah, okay. Ist auch sehr, sehr cool. Und was wir gerade halt gesehen haben, ist eben die hier die Sache mit Blog-Website. Warum zoome ich jetzt so rein hier? Blog-Website, das kann man machen. Das ist sehr, sehr beliebt. Muss man natürlich Lust haben auf Schreiben. Ne? Als Beispiel habe ich ja jetzt hier... Wir schauen uns gleich bei Kick noch ein Live-Video an mit ChatGPT. Und das ist natürlich durch diese KIs mit Schreiben oder sonst was, ist das jetzt so. Mal gucken, wie sich das entwickelt, weil es entsteht jetzt sehr, sehr viel Content in kürzester Zeit und so. Die Suchmaschinen werden da auch gegensteuern, dass die versuchen herauszufinden, was KI-Content ist und den abstrafen und so weiter. Aber die Leute suchen immer noch nach Texten. Ja, und deshalb mal gucken. Dann die Hundeschule-Blogseite. Vergütungsarten, was es da alles gibt. Das wäre, wie gesagt, Blog. Persönliche Empfehlung, sowas gibt es natürlich auch. Wenn man dann jetzt als Beispiel einfach nur jemandem in der Familie das empfehlen will oder Freunden oder irgendwie sowas, kann man dann sehr gut machen mit zum Beispiel Reisen. Ja, ich gebe jetzt hier mal 100 Partnerprogramme Reisen ein und dann gehen wir mal hier casamundo.de einfach mal in Urlaub. 4% Pay-Per-Sale. Sagen wir mal so. Ja, 4% Pay per Sale. Und das ist jetzt hier irgendwie, ich meine, aus dem letzten Video, das ist irgendwas mit Ferienwohnungen, Ferienhäuser buchen. Und wie viel könnte sowas kosten? Boah, sagen wir mal, die Leute geben durchschnittlich 2000 Euro aus für sowas. Ein Ferienhaus ist ja nicht so billig, ne? Machen wir das mal ja, durch 100. Das kostet was, ja. Durch 100 haben wir 1% mal 4, 80 Euro immerhin, ne? 80 Euro wären das hier Pay-Per-Sale. Und das ist noch nicht mal das Beste. Es gibt noch viel bessere. Also, ja, erstmal jemand, also ich mache das natürlich auch, ne? Wenn ich natürlich ein Partnerprogramm habe, wo ich angemeldet bin und jemand fragt mich oder so, ja, dann schicke ich dem vielleicht sogar einen Link von Check24, logge ich mich ein oder so und dann sage ich hier Stromvergleich oder so, kannst du da testen oder so. Aber im Großen und Ganzen sollte es automatisiert bestehen und nicht dann irgendeinen Bekannten dann, hey, kauf über meinen Link und so, dann hat er doch nicht drauf geklickt oder der Cookie war abgelaufen oder Browser war geschlossen und der hat dann doch darüber bestellt, dann immer, oh scheiße, du hast nicht über meinen Link bestellt und so, das wäre mir viel zu viel Arbeit. Partnerprogramme, Urlaub, ich gebe mal Urlaub ein, vielleicht finde ich das dann so. Genau, das ist das hier, Dänemark.de, das ist krass, es hat 400 Euro Pay per Sale, das ist richtig krass. Natürlich dann auch wieder irgendwie verknüpft mit... Also bis zu 400 Euro, ne? Aber keine Ahnung, man muss immer gucken, hat man überhaupt so viele Freunde, denn halt... Booking.com ist cool, weil da ist es egal, welches Hotel und so, ob da jemand in Dänemark oder in New York etwas bucht oder so, bekommst du trotzdem deine Provision. Wenn dann halt so diese Nischenpartnerprogramme, wird es natürlich immer schwieriger dann, ne? Bei Booking.com, jeder kann darüber was buchen oder so. Aber Dänemark, da musst du auch nach Dänemark fahren wollen. Das ist halt ein bisschen schwieriger. Muss man sich immer überlegen. Also am meisten 400 Euro, ja. Die wären natürlich jetzt hier mit dem Besten. Aber tatsächlich könnte man bis so viel halt verdienen. Wenn dann da jemand eine Reise, ein Ferienhaus in Dänemark da bucht über die Seite. Und das könnte man sehr gut machen hier mit
persönliche Empfehlung. Aber ich habe es wieder gemerkt, so. Er hat so, oh, 400 Euro, oh, das ist so oft. Aber das ist maximal, ne? Wenn jemand vielleicht für eine 3-4 Tage bucht oder so, kriegst du nur 35 Euro oder so. Ne? Das ist maximal 400 Euro. Ist aber auch doof, dass es gedeckelt ist, ne? Also, wenn jemand dann ein halbes Jahr so ein Ferienhaus bucht und ich krieg nur 400 Euro oder so, ist ein bisschen wenig, ne? Also, muss man halt sich überlegen. Ja, dass man einfach quasi, wenn man jetzt sagt, ich habe gar keine Reichweite, ich will auch gar keine Reichweite aufbauen irgendwie, gar keine Lust. Dann geh. Wenn du keine Reichweite aufbauen willst, dann bist du im Affiliate-Marketing halt. Es hat mir jemand geschrieben, ich habe noch nicht geantwortet auf Instagram. Er möchte erstmal zweistellig verdienen und dann später vielleicht dreistellig. Zweistellig, also zweistellig sind 99 Euro maximal. Bitte, geh einfach, geh Flaschen sammeln. Du kannst im Monat 99 Euro mit Flaschen, also in einer Großstadt wie Berlin oder so, sammelst du Flaschen und hast 99 Euro und das je nachdem noch steuerfrei oder so. Aber das ist dumm. Du kannst nicht, dein Ziel kann nicht zweistellig sein, dass du 99 Euro verdienst oder weniger, weil du ein Gewerbe hast und das alles halt viel zu viel Aufwand ist für so einen Scheiß. Da für 99 Euro, wenn das mein Ziel ist oder so, da würde ich dann halt lieber Zeitungsaustragen gehen, da würde ich jetzt wahrscheinlich mehr bekommen oder dann halt irgendwo 10 Stunden arbeiten oder so, mit Mindestlohn oder noch nicht mal, das sind dann 8 Stunden arbeiten vielleicht oder so und fertig ist das. Aber da würde ich kein Gewerbe anmelden und nichts. Also das muss schon größer sein, das Ziel. Lust da drauf, es dauert mir viel zu lang, dann fängst du einfach an, hier Reisen zu empfehlen. Dänemark.de, wenn du sowieso weißt, dass deine Freunde, Familie, wer auch immer, Arbeitskollegen in Urlaub fahren und dann vielleicht auf der Seite sogar immer kaufen, dann sagst du denen halt einfach, mach das bitte über meinen Link und dann gebe ich dir irgendwie einen 100er oder sowas, wenn ich 400 kriege. Nein, das ist dumm. Das ist, du bist ja Gewerbetreibender. Das heißt, du bekommst 400 Euro, musst das versteuern. Also je nachdem, was für ein Steuersatz. Wenn du das nebenberuflich machst und hast einen Hauptjob, sind dann halt vielleicht bis zu 40% oder so weg. Und von den Rest willst du dann auf einmal willst du 100 Euro von den 400 geben oder so, wenn du dann halt vielleicht nur 200 so und so viel übrig bleibt oder so. Das geht nicht, Cashback. Du kannst dich einfach dann halt, wenn du Gewerbetreiber bist, einfach 100 Euro so ausbezahlen oder so. Dann kannst du es ganz sein lassen. Wenn ich das sehe und diese Tipps höre, Cashback so gratis, ein Freund gibst du einfach die Hälfte wieder zurück oder so als Gewerbetreiber. Du musst es doch voll versteuern. Du gibst das dann von deinem versteuerten Einkommen den 100 Euro. Nein, bitte. Wenn du so welche Ideen hast oder so, dann bist du sowieso total falsch. Schreib gerne in den Chat, wenn ich da falsch liege oder so. Ich freue mich über eure Nachrichten oder so, aber pff, wenn ich das höre, ne? Oder wir machen Hälfte, Hälfte. Oder Familie, die gönnen dir... Hälfte, Hälfte. Dann hast du gar nichts verdient. Du musst es versteuern. Ich verstehe. Wenn du in Dubai wohnst oder so, dann kannst du das machen. Ja? Dann zum Beispiel die 400 Euro. Ja, das wäre persönliche Empfehlung. Kann man tatsächlich auch machen. Wird immer vergessen, dass sowas geht tatsächlich, komischerweise. Ist halt das Einfachste. Schwer ist natürlich hier sowas wie E-Mail-Marketing und bezahlte Werbung. Da geht es natürlich schon um die professionelle Schiene. Ne? Kannst natürlich über bezahlte Werbung E-Mail-Leads sammeln oder halt über Social Media E-Mail-Leads sammeln, dann Kampagnen. Über den Blog kann man keine Leads sammeln, oder? Hä? Schalten, ja, Kampagnen machen, E-Mails posten, schicken und so weiter, ist natürlich schon ein großer Aufwand und kommt dann erst später. Die Leute, die scheitern schon oder meistens daran, überhaupt mal zu starten, erstes Geld zu verdienen über jetzt einfach nur Blog, direkte Verkäufe oder persönliche Empfehlungen oder Social Media direkte Verkäufe. Und wenn man dann sieht, es funktioniert, dann hast du ja auch Lust, hier Geld für ein E-Mail-Tool auszugeben, ne? Oder dich da mal hineinzufuchsen. Und wenn man das am Anfang macht, wenn man das irgendwo bei einem Coach hört, du brauchst direkt Klicktipp, E-Mail-Marketing-Programm, brauchst direkt von Anfang an. Erstmal kostet das viel Geld, das tut weh. Es schlägt die Leute das. Oh, das ist so kompliziert. Oh, das lasse ich jetzt einfach mal. Nein, fang erstmal einfach an. Mach es so simpel wie möglich. Verdien dein erstes Geld. Dann hast du Motivation und kannst alles andere immer noch machen. Das ist das, was ich empfehlen kann auf jeden Fall. Und bezahlte Werbung sowieso, das ist dann High, das ist dann Endstufe. Wenn man dann genug Geld hat zum Investieren, kannst du bezahlte Werbung schalten. Solltest du da aber auch dich informieren, dass du nicht deine ganzen... Als Affiliate echt schwierig, bezahlte Werbung zu schalten, sage ich immer wieder. Ich kenne nur ganz, ganz wenige Affiliates, die das wirklich profitabel hinbekommen. Wenn du ein eigenes Produkt hast, einen eigenen Shop, ist es was völlig anderes, aber als Affiliate schwierig. Und ja, es gibt diese Leute, die dann halt immer sagen, ja, als Affiliate geht das oder so, aber das ist dann schon Königsklasse. Es geht alles. Es gibt auch Formel 1 fahren oder so. Die fahren auch in 2 Minuten die Rennstrecke lang oder so. Aber wenn ich mit dem Auto darüber fahren würde, würde ich 10 Minuten brauchen. Also sorry. Oder, aber ne, das sind halt Profis.
und Laien. Ne? Also ganz, ganz wichtig. Alle anderen, wenn du als Laie bezahlte Werbung schaltest, wirst du verlieren. Das ist, da ist echt, geh nach Las Vegas, verspiel das Geld, hast du wenigstens noch Spaß gehabt. Bei Facebook hast du keinen Spaß und hast es trotzdem verspielt, wenn du da halt Pech hast als Affiliate. Wohlgemerkt als Affiliate. Kunden direkt geschlossen bekommst. Was geiler Tipp. Einfach Las Vegas. Ich bin in Las Vegas. Eine Woche bin ich in Las Vegas. Wer Las Vegas Tipps hat, gerne raushauen. Ich bin erst in L.A., dann in San Diego. Von San Diego fahre ich nach Las Vegas. Eine Woche in Las Vegas und dann fahre ich wieder nach L.A. eine Woche. Und insgesamt 5 Wochen oder sowas, glaube ich. Also eine Woche Las Vegas ist schon cool. Aber ich werde nicht einen Cent dort im Automat reinhauen. So, was haben wir denn hier? Der Kursner hat wieder was geschrieben. Doppelklick, da, Dienst und lesen. Kursnerd, PPC ist denkbar für Let's. Und wenn wir ehrlich sind, PPC kann ein Geldgrab sein, vor allem zu Beginn. Ja, aber für Let's, Leads, ist natürlich wieder E-Mail-Marketing, ne? Klar kannst du Leads sammeln und so, das ist cool und so, aber wenn der Funnel dahinter nicht stimmt oder so, dann bringt dir das auch nichts oder so. Ne? Und wenn du dann halt 7 Euro für eine E-Mail-Adresse ausgibst, ich habe ja gerade gesagt, wenn du Leads sammelst für irgendjemanden, kriegst du manchmal 50 Cent oder so oder 1 Euro für ein Lead und du musst aber für Facebook-Ads manchmal 7 Euro ausgeben, damit du ein Lead sammelst und dann halt, ja. Und wenn du Pech hast, am Anfang sammelst du 10 Leads, hast 70 Euro ausgegeben und nach den ersten 2 E-Mails haben sich 5 Leute abgemeldet. Das kann die Realität sein. Ne? Und dann bist du nämlich ruckzuck so ein bisschen traurig. Deshalb, also es gibt viele andere Möglichkeiten. Ein Blog ist auf jeden Fall also was sehr, sehr Nachhaltiges. Ne? In Deutsch. Schließ bekommst. Nice. Passiert. Genau, weil kostet erstmal Geld. Du kannst da sehr viel Geld verbrennen. Und wie gesagt, die Konten werden geschlossen. Das ist das. Aber Social Media natürlich sogar das Beliebteste hier. Ne? Wollen wir ja nicht vernachlässigen. Social Media hier, ja. Das Beliebteste und tatsächlich die meisten machen das hier auf Seiten wie Instagram. Ne? Dann gehen die dann hier rein, zum Beispiel Hunde, posten dann unter Hashtag Hunde irgendwas. Gucken wir mal hier. Da werden wir nur so Hundebilder finden jetzt hier. Ne? Aber guck mal hier zum Beispiel, als Beispiel. Gehen wir davon aus, es ist ein Affiliate hier, der so einen Link postet, so ein Bild postet. Ja, irgendwie geht es um so ein Produkt. Problem bei Instagram ist, hier gibt es keinen Link drin. Ne? Das ist das Problem. Du kannst dir keinen Link reinpacken. Das heißt, die Leute müssen wirklich auf die Bio drauf gehen und dann mussten die hier nochmal reinklicken und dann kommen die erst auf die Seite. Das funktioniert natürlich. Aber noch viel besser, was ich machen würde, ist Instagram nutzen, um Leute auf den Blog zu schicken. Auf den Online-Shop oder sowas, wenn man einen eigenen hätte. Also die meisten Leute machen mittlerweile Geld über Instagram-Stories. Ich glaube, das ist so das Ding, das ist die Cash. Also Aufmerksamkeit mit den Postings oder Reels. Aber in den Stories dann halt, da machen sie ihr Geld. Aber im Fall viele Marketing jetzt einen eigenen Blog. Magst du, schreibst du Leute direkt an oder kommentierst du? Oder? Wie meinst du? Dass die Leute auf deinen Blog kommen? Ja, über Instagram. Du machst da Content einfach, ne? Okay. Zum Beispiel postest du so Bilder. Ah, Schlückchen trinken hier. Wenn man so viel redet, dann kriegt man Durst. Ja, das kann man ganz easy machen. Also ich würde nicht schon hier direkt verkaufen. Kannst du auch sehr schlecht, wegen geht halt kein Link hier rein. Ne? Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn du dann halt diesen QR-Code im Foto einfügst. Natürlich, wenn du auf dem Handy bist, kannst du das nicht fotografieren oder so, aber wenn du so auf dem Rechner bist, dann kannst du wenigstens einen QR-Code fotografieren. Wäre jetzt nochmal eine Alternative. Ich weiß aber nicht, ob QR-Codes abgestraft werden von Instagram. Aber wäre jetzt nochmal eine Alternative, unten in der Ecke einen QR-Code reinzupacken zum Produkt. Müsste auch bei Instagram dann irgendwann mal so eine App geben oder so, dass man den QR-Code einfach antippt oder so. Ich gebe sowas bald mal. Und dann Leute erst. Was auch lustig ist, hier zum Beispiel, es gibt sehr, sehr viele Fehler. Warum ist da zum Beispiel nicht eine Domain eingeblendet? Also wenn das Ding jetzt heißt hundeladen.de, sage ich jetzt mal. Warum nicht unten hundeladen.de reinschreiben, dann kann der intelligente Nutzer schon mal auf jeden Fall hundeladen.de eingeben oder beziehungsweise wenn ich das halt 5-mal lese oder so, dann bleibt mir das irgendwann mal im Unterbewusstsein hängen und irgendwann, wenn ich was kaufe, dann denke ich so, ach, Hundeladen, das stimmt, da habe ich doch mal die Posting gesehen. Warum ist da kein Branding drin? Warum ist da keine URL drin? Das verstehe ich nicht. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das ist doch dumm.
heiß machen. Ja, man postet irgendwie ein Bild, wo man am besten sieht, ja, der Hund ist irgendwie, macht gerade irgendwas, was man nicht so will unbedingt, ne? Ist jetzt nicht, gehorcht nicht gerade so. Und dann verlinkt man seinen Blogartikel, in dem Fall das hier zum Beispiel, wenn das der eigene wäre. Ja, die Leute kommen hier drauf, Hunde richtig erziehen, okay, nice. Ja, lese ich mir durch. Und dann finden die irgendwo hier so Affiliate-Sachen. Affiliate-Banner, wo dann Hundetraining beworben wird. Ich meine, die kriegen hier schon Mehrwert, das ist schon geil. Sehr, sehr cool. Aber dann hier natürlich auch noch, können sie sich hier ein Online-Training kaufen, ne? Um es noch besser zu machen, noch schneller. Hier sehe ich noch was anderes. Also, Fokus bei dem Beitrag, ich habe den Beitrag nicht angeschaut komplett, aber ne, warum sich nicht auf ein Produkt fokussieren? Hundeschilder individuell. Guck dir das mal an. Hier wohnt Carlo. Hier wohnt der Carlo. Jetzt personalisieren, siehst du? Das ist auch hier Affiliate-Sache. Hat die Seite auf einem Blogartikel mehrere Sachen. Wenn derjenige dann auch noch sagt, oh cool, ich will auch so ein individuelles Hundeschild, gehe ich auch nochmal hier drauf und dann wird hier auch nochmal gekauft. Konzentriere dich auf ein Produkt auf so eine Seite. Macht viel mehr Sinn. Ich weiß gar nicht, wo ich draufklicke. Und vielleicht, ich bin gekommen wegen die Hundeerziehung und dann kaufe ich vielleicht ein Produkt, was weniger wert ist oder so, weil ich da drauf klicke, bin wieder abgelenkt und so, hab vergessen, dass ich eigentlich das andere Produkt kaufen wollte oder so. Darauf kriegt der Blogbetreiber wieder Geld. Und hier auch nochmal. Amazon, dieses Amazon-Partnerprogramm hat er hier sogar drin. Irgendwelche Bücher von Martin Rütter hier, das ist dieser bekannte Online-Hundetrainer. So, da klickt derjenige dann drauf, ja, so ein Buch hole ich mir auch, weil ich möchte die volle Dröhnung haben hier. Kauft sich dann hier noch so ein Buch bei Amazon und es regnet Cash für den. Und das hier, hier kommt definitiv Cash rein. Hier nochmal das Hundetraining und wir schauen einmal hier rein, was mich jetzt mal interessieren würde, wie viele Aufrufe die Seite hat. Da gibt es eine schöne Seite, nennt sich SimilarWeb. Ja, ist auch ein cooler Tipp. Okay, kenn ich gar nicht. Vom letzten Video übrigens hier drin. Da kann man dann eingeben eine Domain. SimilarWeb, hier oben bei Suche. Geben wir diese Domain hier ein, die Seite. Und dann wird er ausspucken, wie viele Besucher die Seite hat. Wir sind jetzt hier bei Januar 2023, All Traffic. Und die Seite hat 15.000 Aufrufe im Januar gehabt. Das ist schon nicht schlecht. 15.000. Also die Seite macht, wie wir gerade richtig erkannt haben, oder gefühlt haben, gespürt haben. Also die Zahlen stimmen nicht ganz oft, aber kann man als Anhaltspunkt nehmen. Ne? Weil es wird natürlich nicht alles getrackt und so weiter. Ne? Aber als Anhaltspunkt kann man das nehmen. Die Seite macht Geld. Haben wir das hier gesehen? 15.000, sehr, sehr cool. Also die Seite macht Geld, definitiv. Mit dem Blog jetzt hier, ne? Mit Digistore sogar in dem Fall. Sehr cool. Und das in der Nische. Und wer jetzt sagt, oh nein, 15.000 oder so, das ist im Monat, ne? Also das sind 500 Zugriffe am Tag. Das ist jetzt nicht so viel. Habe ich gut gerechnet? Ich glaube schon, ne? Das ist jetzt nicht so viel, ne? Also mehr als 1000, wenn man einen guten Blog hat, sollte mindestens am Tag da sein. Je nach Nische natürlich. Und richtig geil wird es dann 5000, 10.000 pro Tag. Dann wird es einfach so, dann, ja, hast du ausgesorgt. Hobbys und Freizeit. Ne? Das ist jetzt Nische, Hobby, Freizeit. Ne? Weil Hund ist jetzt Hobby. Freizeit. Da gibt es auch andere Sachen, mit denen da man da Geld verdienen kann, aber halt eine sehr, sehr coole Sache. Wenn man jetzt Interesse hat an Haustieren oder am Hund in dem Fall jetzt hier, kann man ja ganz einfach so einen Blog verfassen. Und das kann man sich hier als Beispiel nehmen. Aber wenn du jetzt irgendwie übers Kochen schreiben willst, ja, dann kannst du auch das hier als Beispiel nehmen. Ja. So simpel kann es sein. Irgendwie hier ein Logo, dann ein paar Kategorien, ja, und dann schreibst du hier irgendwie ein paar Blogs. Blogartikel, kann man sich hier dran orientieren, weil die Seite finde ich sehr, sehr cool. Die Leute kriegen hier Mehrwert und der verdient hier Geld. Macht das hier nicht einfach nur so. Und das kann man natürlich überall machen. Ne? Du kannst einen Fitness-Gesundheit, kannst du über Sport schreiben, Liebe-Beziehung, kannst du was machen. Reichtum, Geld, damit meine ich jetzt Online-Geld verdienen zum Beispiel. Aber verdienen bitte vorher Geld, bevor du darüber philosophierst. Für Anfänger, welche Nische? Für Anfänger, das spielt keine Rolle. Man muss das nehmen, was man will. Worauf man Lust hat einfach. Ich finde Hobby ganz cool für Anfänger, weil du hast ein Hobby und dann brauchst du dich da nicht reinarbeiten und so. Hobby ist echt cool für Anfänger. Fitness ist sehr, sehr schlimm. Weil, also es kommt auf an, welchen Land du natürlich bist. Wenn du in Deutschland bist und machst Fitness und empfiehlst einen Eiweißshake und sagst dann halt so bestimmte Sachen, keine Ahnung, der Eiweißshake hilft dir abzunehmen oder so, kann das halt dann eine Abmahnung nach
ne, Folgen und so weiter. Weil natürlich Heilversprechen und Gesundheitsversprechen und so nicht sein dürfen in Deutschland. Und wenn du dann halt Produkt 1 bewirbst oder so und Produkthersteller 2 sagt, oh, die Aussage gefällt mir nicht, mahnt dich ab oder so, oder du hast einen falschen Preis angegeben oder keine Ahnung was. Also Gesundheit ist schon ein bisschen schwieriger. Die meisten Abmahnungen und so im ganzen Business-Bereich gibt es höchstwahrscheinlich Gesundheit und Fitness und so weiter. Weil du darfst halt nicht sagen, hier, das ist ja keine Ahnung. Da musst du echt aufpassen, ne? Und es gibt sehr, sehr viele Fallstricke. Ja, so sieht's aus. Da muss man sich auf jeden Fall was raussuchen und da gibt es natürlich das Spektrum, das geht. Ne? Du musst ja natürlich den Text hier auch schreiben, logischerweise, und das hier auch schön gestalten. Es gibt natürlich auch Hilfe. Ja, da können wir jetzt mal gerne mal reinschauen. Das ist ja jetzt gerade richtig im Hype. ChatGPT. Da kann man natürlich, wenn man jetzt sagt, ich brauche ein bisschen Unterstützung, ich will auch so einen Blogartikel machen, schreiben, aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier am besten machen soll, dann kann man sich das von ChatGPT schreiben lassen oder zumindest sich daran orientieren. Man gibt hier einen Befehl ein, die Grundlagen, schreib mir bitte einen Blog, 200 Wörter Blogartikel oder 1000 Wörter Blogartikel über die Grundlagen der Hundeerziehung für Anfänger. Und jetzt gleich kriegen wir einen Blogartikel über die Grundlagen der Hundeerziehung für Anfänger. Genau das, was ich hier reingeschrieben habe. Crazy. Aber man sieht, boah, guck mal, was für ein Blogartikel man hier schon hat jetzt. Und da muss man natürlich auch ein paar Bilder mit reinpacken, ne? Bilder kriegt man ja auch, Stockbilder im Internet. Ein bisschen optimieren und ein paar Änderungen vornehmen und dann kann das echt sehr, sehr gut funktionieren. Internet ist ja auch kostenlos. Das kannst du dir jetzt einfach hier nehmen, zack, und dann fügst du das auf deinen Blog rein, natürlich. Herzlich willkommen, die neuen Zuschauer hier auf Kick. Hier findest du die besten Geldideen. Gerne abonnieren. Und wenn du dann halt die Aufzeichnung sehen möchtest auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal Michael Kurz, so kannst du ja auch gerne vorbeischauen. Ich sehe gerade, es sind ein paar neue Zuschauer da. Also, wir sind gerade beim Thema Geld verdienen mit Affiliate-Marketing. Das ist ein bisschen längeres Video, ich reagiere ein bisschen länger darauf. Aber wenn du Geld verdienen möchtest im Internet, dann bist du bei mir genau richtig. Aus dem Blog, ja, über WordPress am besten. Kannst es einfügen und ja, leichter geht es eigentlich schon gar nicht mehr. Ja, und so funktioniert das dann mit ChatGPT ganz easy. Und dann kann man tatsächlich Geld verdienen. Na, dann kann man richtig gutes Geld verdienen. Und man kann natürlich dann Leute auf den Blog bringen. Erstmal. Beziehungsweise ChatGPT, die Plugins, die es da mittlerweile gibt. Das ist so geil. Also die kannst du nur mit, den, halt, mit der bezahlten Version für $20 im Monat benutzen oder so. Aber diese Plugins, das ist einfach mega geil. Also wie viel Zeit ich da spare teilweise. Was für tolle Ergebnisse. Die Ergebnisse bekommst du natürlich nur, wenn du dann halt die Eingabe, wenn die natürlich eine tolle Qualität hat. Und dann auch diese Plugins. Genial. Einmal, dass man hier das mit den Keywords richtig macht. Google Keyword Planner. Ja, ist auch eine sehr, sehr coole Sache. Kostenlos auch, kann man eingeben bei Google. Neue Keywords entdecken. Gibt man zum Beispiel ein Hundeerziehung. Ja, Ergebnisse anzeigen. Kann man jetzt hier angucken. Ja, Hundeerziehung hat 1000 bis 10.000 Aufrufe im Monat. Ja, ist cool. Hat aber hier Wettbewerb hoch. Ja, viele kämpfen um dieses Keyword. Da sollte man nicht unbedingt mit starten. Man sollte dann sowas nehmen wie Online-Hundetrainer zum Beispiel. Weil man verkauft ja ein digitales Produkt zum Beispiel, eine Online-Hundeschule. Ne? Man kann quasi, wenn man einen Blog über einen Hund macht, kann man erstmal anfangen mit einem Blogartikel Dobermann richtig erziehen. Und dann schreibt man alles darüber. Sind nicht so viele Aufrufe, aber dann wird man auf jeden Fall oder sehr wahrscheinlich gerankt. Das kann man machen. Oder halt eben... Also bei 10 bis 100, oh, schwierig, aber okay. Man geht auf Facebook, ja, Facebook-Gruppen. Ich habe jetzt hier eine Gruppe rausgesucht, Hundeerziehung leicht gemacht. Fast 86.000 Mitglieder, also sehr, sehr viel. Kann man einfach so reingehen. Und dann, wie es die meisten ja falsch machen, ne, das hast du ja vorhin erwähnt, dass die Leute irgendwie Links posten, ne, einfach spammen. Wie man hier wirklich Reichweite bekommt. Ja, auf sein Profil, auf seinen Blogartikel, dass man dann hier irgendwas schreibt, irgendeinen hilfreichen Text über Hunde halt, was die Leute hier, denen hier weiterhilft und keinen Link da reinpacken, auf keinen Fall, macht jetzt hier die Person auch nicht, beziehungsweise falsch gesagt, doch, Link kannst du schon, aber keinen Link zum Produkt direkt, weil dann werden die Leute, die Admins sich ja auch hier wahrscheinlich rausschmeißen. Einfach irgendwas Cooles schreiben, irgendeinen Mehrwert geben und dann... Bald gibt es einen Facebook-Workshop von mir, 29,95 € über 2 Stunden Content von mir zum Thema Facebook. Seid gespannt. Also am besten in die Telegram-Gruppe rein. Unter dem Video findest du auch den Link zu meiner Telegram-Gruppe und so. Dort poste ich nochmal alles rein. Richtig genialer Workshop von mir.
Wenn du mehr darüber lesen willst, hier ist mein Blogartikel. Und dann lesen sie sich das hier durch und dann haben die ja die Möglichkeit, hier trotzdem noch irgendwas zu kaufen, womit man dann Geld verdient. Ne? So, das kann man machen, das kann man bei Instagram genauso machen. Das kann man natürlich auch bei YouTube machen, wenn man Bock drauf hat, ne? Dass man da Videos macht. Hunde erziehen, Hundetraining 1x1. Man muss natürlich jetzt hier nicht sich zeigen, unbedingt. Ist natürlich viel besser, wenn man sich zeigt. Ist natürlich schon eine aufwendigere Sache mit Videos, ne? Oder eben TikToks. TikTok-Videos gehen ja sehr ab. Ja, mein letztes Video hat jetzt die 22.000 Aufrufe. Ich habe nur 3 Videos hochgeladen. Das ist richtig crazy. Kann ich sehr empfehlen, auch TikTok, dass man irgendwelche kleinen Videos macht. Da muss man sich ja nicht mal zeigen. Man nimmt einfach sein Handy in die Hand, ja. Jeder hat ein Handy, nimmt man in die Hand, dann macht man Frontkamera, filmt dann irgendwas. Ja, man zeigt sich nicht, man hat dann nur seine Stimme da drin und dann lädt man das hoch. Ja, man filmt seinen Hund, wenn er gerade irgendwie, wenn man dem was Bestimmtes beigebracht hat oder so. Oder kennst, oder man filmt ihn, wenn er was Komisches macht. Und dann nach dem Motto, ey, kennst du das? Wenn dein Hund auch so, wenn dein Hund sowas macht, ich habe die Lösung, das und das. Guck, komm mal auf meinen Blogartikel, schau dir das an, da steht's. Und so kann man Reichweite erzeugen, weil ohne Reichweite funktioniert gar nichts hier, ne? Dann braucht man, da wird man gar nichts verdienen. Gar nichts. Die Leute müssen irgendwie auf die Affiliate-Seite kommen, sei es hier den, seinen eigenen Blog oder was. Müssen auf jeden Fall auf den Link draufklicken und dann natürlich darüber kaufen. Ganz wichtig, was ich zeigen wollte noch. Und umso weniger Schritte, umso einfacher ist es natürlich. Ne? Wenn du in einer Facebook-Gruppe etwas reinpostest, dann müssen die den Facebook-Post lesen. Dann müssen die auf deine Seite klicken. Dann müssen die auf deiner Seite den Link finden zur Verkaufsseite. Dann müssen die auf der Verkaufsseite sein. Dort müssen den Link finden zum Zahlungsanbieter. Und wenn der auch noch ein paar Schritte hat, dann hat der Nutzer einfach mal 15 Schritte hat der gemacht, bis er die Zugangsdaten hat oder so. Umso weniger Schritte dazwischen sind, umso besser ist es. Ne? Ist Trace Funnels. Trace Funnels ist sehr, sehr wichtig für jeden Affiliate, weil du kannst ja nicht einfach, wenn du jetzt, sagen wir mal, bei Digistore Affiliate bist und dein Hundetraining hier bewerben willst und du da drauf klickst, die meisten machen das so, gehen da hier rein, ne, nehmen sich das Ganze hier, den Link und posten den irgendwo. Und das kannst du vergessen, das brauchst du gar nicht machen, weil das funktioniert nicht. Die meisten werden da gar nicht draufklicken und vor allem wirst du den Links nicht tracken können. Tracken heißt nachverfolgen. Du willst das nicht so machen, du willst, dass viele Leute klicken und du willst auch... Campaign Key kann ich doch tracken. Ah, okay. Sehen, wie, es gibt auch noch einen Digistore-Workshop mit mir. Die Leute hingeklickt haben, deswegen nutzt du Trace Funnels. Ja, das verlinke ich unten auch. Bei Trace Funnels ist ein Tool, wo du eben die Links anlegen kannst, deine Affiliate-Links. Dann klickst du jetzt hier auf Links einer Seite, dann oben auf, das kann man jetzt hier nicht sehen, Link anlegen. Und dann kannst du jetzt hier machen, in meinem Fall habe ich jetzt meine Domain verknüpft, go.kevin-mirek.de, kannst du auch machen mit deiner Domain oder du wählst hier was aus. Beispiel das hier, sicher-weiterlesen.com und dann schreibst du hier rein Hundetraining und dann bei Ziel-URL kommt natürlich der richtige Link von Digistore, zack, und jetzt hier bei eigene Bezeichnung für die Suche kannst du natürlich sowas eintragen wie, sowas mache ich jetzt hier gerne, was das jetzt hier ist, damit ich Übersicht habe, was Hundetraining Digistore 24, damit man, wenn man sehr viele Links hat, dass du die Übersicht hast einfach. Wo hast du das Ganze gepostet? Zum Beispiel YouTube. Das wäre jetzt dein Link jetzt hier und der Link sieht doch schon viel besser aus. Den kopierst du dir hier einfach oben raus und dann fügst du den oben, kann man den oben in der Adresszeile einfügen und dann kommt man auch wieder zu diesem Produkt. Derjenige, der da drauf klickt, kommt zu diesem Produkt, zu der Seite des Vendors und nicht über diesen Link jetzt hier von Digistore, weil der sieht, ja, sieht einfach nicht gut aus, Digistore. Und auch so ein langer, hässlicher Link. Ja, wenn du hier bei Links reingehst, dann habe ich hier all meine Links. Ich habe hier ganz viele Seiten, du siehst es hier unten. All meine Links sind hier drin. Kann hier oben eingeben. Ich suche jetzt hier irgendwas Bestimmtes und finde dann den Link. Klick hier drauf, kann mir den rauskopieren und kann den irgendwo posten. Jetzt hier zum Beispiel gehen wir zurück ins Dashboard. Nachverfolgen, wie viele Klicks denn entstehen überhaupt. Damit man weiß, wo was passiert. Ne? So, 98 Klicks heute. Sehr, sehr cool. Klicken wir mal drauf. Und dann kann man dann genau sehen, wo heute überall draufgeklickt wurde. Das Tool kannst du auf jeden Fall benutzen. Ist gar nicht verkehrt. Aber du kannst auch am Anfang über deine normale Domain sowas machen, mit zum Beispiel mit einem Plugin wie Bitly oder sowas. Kannst du sehen, woher das Ganze kommt. Ja, dann weißt du schon sehr, sehr viel. Und das ist sehr, sehr wichtig, als Affiliate zu wissen, was funktioniert. Wo, ne?
klicken die Leute drauf am meisten und dann kannst du mehr davon machen. Ich hoffe, das Video hat dir... Ja, ein sehr, sehr cooles Video. Wie findet ihr das jetzt hier? Ich bin jetzt immer noch auf Kick 6 Zuschauer. Ich sag den YouTube-Leuten erstmal auf Wiedersehen. Ich bin weiter bei Kick. Wir schauen uns noch ein Video an. Den Link zu Kick findest du im ersten Kommentar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.